gefordert. Deine Stimmbänder sind auf jeden Fall schon warm, Robby. Dankeschön. Und die Waden von Max Kruse auf jeden Fall noch sehr stabil. Wade Bajor. So, es geht rein. Ihr habt es gerade mitgehört. Es ist ein, ja, bittererweise sowohl für die Zimbos als auch für Hollywood United. Nur noch ein Freundschaftsspiel am letzten Spieltag vor dem Final Four. Ihr seht Hollywood United nicht in den gewohnten Trikots, sondern in den Border League Ausweichjerseys. Mit Max Kruse, heute mit der Zidane-Nummer, mit der Nummer 5. Die Zimbos kommen mit Marcel Heller, ihr seht ihn vorne. Es ist sehr, sehr bitter für beide. Das ist die Truppe von Hollywood United, heute mit Benjamin Köhler, dem ehemaligen Frankfurter, und Max Kruse als Wildcard-Spieler. Das ist Hollywood, das kann sich sehen lassen. Bester Torschütze ist Steven Kodra, der Mann mit der Nummer 11. Und das sind die Zimbos mit Team Kosmala, und Bilal Abdallah heute als Wildcard-Spieler. Es hat nicht gereicht am Ende für die Zimbos. Dabei sah es so gut aus zwischenzeitlich. Drei Niederlagen hat es aber zuletzt gegeben. Gegen Calcio, gegen Golden Eleven und gegen die Käfigtiger. Das hat ihnen das Genick gebrochen. Der arme Gamer Brother. Hoffen wir für ihn, dass Schalke wenigstens in der zweiten Liga bleibt. Wenn die Teasys wenigstens noch Highlights vor sich haben als Fans. Das Pokalhalbfinale von Lautern, aber natürlich auch der Endspurt in der deutschen Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart. Chat Beton Berlin kann jetzt noch weiterkommen. Max Kruse macht noch Bilder. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz entspannt, jetzt ist das Spiel freigegeben. Hollywood United, die Mannschaft von Knossi und von dem lieben Sportskameraden Max Kruse, heute ungewöhnt in Grün, die Zimbos in Rot-Blau. Heller, Svensson, Marcel Heller. Hollywood mit ein bisschen anderen Rückennummern als sonst. Aber ihr seht das hier mit der Nummer 20. Das ist Benny Köhler, die ehemalige Eintracht Frankfurt-Legende. 257 Einsätze für die SGE. Der Mann mit dem erblondeten Haupthaar. Jemai. Bonzu. Wer hätte das gedacht, Chat, vor ein paar Wochen noch, dass Hollywood und Hollywood United und die Zimbos keine Rolle mehr spielen im Kampf ums Final Four. Oha! Und Svensson mit was ganz Wildem. Rimbach geht K.O. Lukas Rimbach, der 18-jährige Hüter. Svensson, was ein Ding. Und Rimbach bleibt stabil. Alle Achtung, was eine Maschine. Aber super Aktion von Svensson. Sven Körner heißt er eigentlich. Der spielt Beachsoccer bei den Rostocker Robben. Und das hat er definitiv im Sand gelernt. Boah, Rimbach, überragende Tat. Boah, kriegt den Ball voll ins Gesicht. Das sieht man hier in der Zeitlupe. Alter Kreisverwalter. Lukas Rimbach rufe. Lukas Rimbach.
überragender Typ, der Goalie von Hollywood. Wer will Play of the Game? Scannt die Pre-Match-App und dann könnt ihr euch entscheiden. Vielleicht ja auch Benny Köhler, der heute hier Wildcard-Spieler ist bei Hollywood. Kurze Info an euch, bei mir ist hier gerade am Tablet das Internet weg. Ich kann gerade den Chat nicht sehen. Sobald er wieder da ist, melde ich mich bei euch. Ja. Lukas Rimbach. Heute mal mit der 10 unterwegs, Steven Kodra. Der beste Torschütze von Hollywood mit 15 Treffern. Sie waren nicht konstant genug, die Mannschaft von Hollywood United. Und das ist eine Abseitssituation von Jan-Philipp Schmitz, Stürmer, kurios heute mit der 2 normalerweise im Stammtrikot, die 9. Und Max Kruse ist jetzt drin mit der 5. Philipp Simon, der Unwiderstehliche. Und Chat, ich kann euch wiedersehen. Internet wieder stabil. Die Teasies und Gamer Brother. Und Kodra. Idee für Kruse. Nikolas Westerhoff. Die Blicke dann doch jetzt deutlich entspannter. Es gibt eine zweite Saison, da können sie zeigen, dass sie doch noch weiterkommen können. Und dass sie es da dann regeln. Es war nicht alles schlecht, sowohl bei den Zimbos nicht, als auch bei Hollywood United. Die Zimbos waren ganz lange ganz weit oben, als Philipp Simon so viel Treffer dazu beisteuerte. Philipp Simon. Zur nächsten Saisonchat werden wir euch beim Final Four am kommenden Montag in Düsseldorf was verraten. Es wird auch da wieder einen Draft geben, das sei schon mal an dieser Stelle gespoilert. Abdallah abseits. Hey.
Chat, zweite Saison, safe noch dieses Jahr. Jetzt aber erstmal Santos. Jimai, sorry. Fabian Jimai. 0-0, beide versuchen den Schock so ein bisschen zu verarbeiten des Nicht-Weiterkommens, was sie heute nicht mehr in der eigenen Hand hatten. Rimbach mit verändertem Haupthaar heute, der Torhüter. Und jetzt hat er ihn. Der immer in der Halbzeitpause zu mir kommt und hier seine Faust gibt, sagt, das ist Tradition. Und ich finde es fußballerisch teilweise echt schade, auch wenn es hier noch 0-0 steht, dass wir beide Teams im Final Four nicht sehen werden. Sowohl die Zimbos als auch Hollywood United hatten hier ihre spielerische Peak, als sie teilweise richtig geilen Fußball spielten. Aber es geht hier auch um Stabilität. Wir spielen eine Saison. An Matchday 11 lügt dann die Tabelle auch nicht. Köhler, Benny Köhler. Also bei der Ballkontrolle und bei den direkten Duellen merkt man schon, dass der mal richtig hochgespielt hat. Genau wie Max Kruse. Und Westerhoff, Nikolas Westerhoff, auch der wusste schon zu gefallen. Gegen Jules Cicanovic im Tor, der Zimbus. Nikolas Westerhoff. Mit 8 Treffern, dazu 15 von Kodra. Und doch reicht es dann am Ende nicht. Bei einem Torverhältnis waren Hollywood United von 37 zu 38. Bei den Zimbos von 36 zu 38. Also beide mit minus 2 in der Tordifferenz. Köhler, Köhler, super Ding. Und das ist die Chance jetzt. Jan-Philipp Schmitz zu leichtfertig in der letzten Aktion. 10 Minuten gespielt, noch 2 Minuten bis zum Game Changer. Wer den Spiel auch gut wird. Chat. Keine Angst, ich lese eure Fragen. Wir werden alle offenen Fragen zur zweiten Saison am kommenden Montag, den 8.4. in Düsseldorf beim Finale beantworten. Und zwar nicht ich, sondern Felix, der Founder. Aber es wird ein paar Überraschungen geben in der zweiten Saison. So viel steht fest. Mit neuen Gesichtern, aber auch mit vielen Altbekannten aus dieser Saison. Kruse, schön, war direkt gelöst und dann Jan-Philipp Schmitz mit Mut und Volley und gib ihm. Super Flugball von Max Kruse. Ja, es fließt jetzt sehr viel grünes Spiel ins letzte Drittel. Der Zimbos ein. Sie nähern sich an mit Max Kruse. Thank you.
Und jetzt nochmal die letzte Gelegenheit. Nein, 0-0. Und es geht in den Border League Game Changer. Modifizierte Regeln für die kommenden 3 Minuten. Onside heißt die Abseitsregel für die letzten 3 Minuten aufgehoben. Ich habe da gerade auch im Chat ein bisschen was gelesen zum Thema Abseits. Ganz interessant. Also es ist sicher hier in der Border League ganz bewusst wurde sich entschieden für die Abseitsregelung. Jetzt also ohne Abseits, aber nur für die 3 Minuten, die letzten 3 Minuten der ersten Hälfte. Abschluss von Sven Körner. Rimbach da und ich sehe schon, es sind Rechengötter im Chat. Genau, Spandau reicht einen Punkt. Kodra. Aber das besprechen wir, wenn Spandau dran ist heute. Marcel Heller. Und die Idee ist nicht schlecht, der Abschluss ist ein bisschen überdimensioniert. Weiß er selber. Tim Kosmala, Wildcup-Spieler vom 1. FC Monheim, spielt Landesliga Niederrhein. Und Philipp Simon mit der 10 bei, den Zimbus, der so zu gefallen wusste. Philipp Simon. Da ist er wieder, Philipp Simon. Er kommt heute nicht zum Abschluss, dieser Philipp Simon. Der immer noch Top-Torschütze ist. Allerdings eine ganze Menge Spiele verletzt fehlte. Ohne ihn ging nicht mehr viel zuletzt bei den Zimbus. Genau, Chat. Zimbos sind raus, genau wie Hollywood United. Und man merkt den beiden an, dass sie hier durchaus ein wenig schockiert sind, auch persönlicher Sicht. Und der Lupfer nochmal aufs Netzdach. Letzte Aktion der ersten Halbzeit. Beide Teams könnten eigentlich befreit aufspielen. Die Idee ist super hübsch von Köhler, aber es reicht am Ende nicht. 0-0 hatten wir selten, ehrlich gesagt, in der Border League. Bis hierhin zwischen zwei Teams, die nicht mehr weiterkommen können. Lass ein bisschen was mehr investieren, dann gewinnen wir. Und wir hören mal rein. Nur ein bisschen mehr Abschlüsse suchen, ja? Mehr auf Abschlüsse gehen, Ecken. Ja, und klar gegen den Ball, 3 und 2 vorne. Ja, und jetzt attackieren wir wieder vorne, Jungs. Ohne Abseits ist vorbei. Wir attackieren jetzt die letzte Höhe anlaufen, 15 Minuten mehr attackieren. Das ist der Call
vom Hollywood United Coach. Hey, aber Bock haben darauf, das Spiel zu gewinnen, Jungs. Hey, komm. Darum geht's nämlich. Bock haben darauf, dieses Spiel zu gewinnen. So, ich habe gleich für die zweite Halbzeit den guten Jonas Hofmann als Co-Kommentator und gebe aber erstmal zurück ins Studio. Bis gleich. Klassisches 0:0, Conan. Der Highlight, Sorte, ja. Highlight, Max Kruse spielt. Ehrlich gesagt habe ich zwei, drei sehr schöne Bälle von ihm gesehen. Einmal auch einen Diago mit rechts, ist euch vielleicht aufgefallen. Max ist ja eigentlich Linksfuß, aber den hat er sehr schön vorne reingeschnitten mit rechts. Danach wird's dünn. Benny Köhler jetzt ganz zum Schluss noch einen kleinen Chipperli aufs Tor oben drauf, aber du merkst den Teams halt an, es geht um die goldene Ananas. Ja, und deswegen schauen wir auch nochmal auf die Tabelle. Chat, vielleicht seid ihr gerade erst reingekommen und schaut euch das Ganze hier an. Ja, also Top 4 ist gerade locked, was alle angeht, die 6 oder niedriger sind, die können alle nicht mehr rein. So, und das merkst du, da könnte Hollywood jetzt auch noch gewinnen oder die Zimbos, aber sie kommen da nicht ran, weil Streets einfach zu weit weg ist. Heißt, Abbeton ist eigentlich nur noch. Genau. Ja. Ich meine, es wird schon interessant noch was, also nicht, dass wir hier schon einen Abgesang machen, ja. Mhm. Beton, Streets und Las Ligas, die klopfen sich noch richtig auf den Kopf, wer da jetzt noch reinrutscht. Also da geht es schon noch um einiges, aber in diesem Spiel spezifisch jetzt eher um ein paar schöne Aktionen, die ich doch in der zweiten Halbzeit erhoffe. Dann hören wir uns doch mal an, wie Hans Sapay seine Spandauer nochmal einschwört auf die letzte Partie gleich. Ich will jetzt gar nicht viel sagen, wir sind wieder ein paar neue dabei. Ein paar alte, neue, unser Kader so wieder so wie fast da. Luki ist nur noch verletzt. Versuchen, dass er nächste Woche wieder gesund ist. Aber genießt wie alle anderen Spiele das Spiel. Genießt das. Zieht das auf. Habt Spaß. Habt Freude. Lasst den Ball laufen. Holt euch die Torchancen. Macht die Tore. Aber trotzdem, Jungs, egal, ob wir 1-0, 2-0, 3-0 oder wie ihr am Verlieren seid, ey, jedes Mal trotzdem habt Demut. Wenn wir gewinnen, ist super. Aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben gewonnen. Wir haben nichts. Das Entscheidende ist nächste Woche. Deswegen, das ist ein Schritt, den wir holen müssen. Und dann nächste Woche, da haben wir die Möglichkeit, uns was mitzunehmen. Das hier ist nur Leistung abrufen heute. Leistung abrufen. Okay, Jungs, komm, gehen wir raus. Komm. Conan direkt, da habe ich was zu sagen. Ja, ich frage mich, ob Hans Sapay eine andere Ansprache gehalten hätte, ohne Mikro in der Hand erstmal, weil das wahrscheinlich unüblich ist für ihn. Ja. Und natürlich ohne Kamera. Aber ich glaube, der allgemeine Vibe, und den hat er ja über die letzten, was sind es jetzt, 2,5 Monate versprüht, war immer, cool bleiben Männer, sauber spielen Männer. Und er ist auch gar nicht so tief in Taktik reingegangen, zumindest jetzt nicht direkt vom Spiel, sondern eher aufs Mentale, auf den Fokus. Und ich meine, bei Spandau hat das total zum Erfolg geführt, also der richtige Weg. So, wir haben übrigens später auch nochmal einen TK Health Quest, also nach Spiel 3. Heute ist es ja so, dass Raul Bobadilla bei Chris Kramer nochmal auflaufen wird. Auch ganz interessant, weil Chris und er haben ja auch mal zusammen gespielt. Da werde ich Chris später mal fragen, wie das so ist, wenn man auf einmal so einen alten Teamkollegen coachen muss. Ja, und ob er sich coachen lässt. Chat, auch wenn ihr noch Fragen an Chris Kramer habt, ne, haut immer gerne raus. Wir sind natürlich immer für euch am Start und stellen eure Fragen. Und damit zu Robby, der scheinbar jetzt auch einen Hofmann als Verstärkung hat. Genauso ist das, und zwar Jonas Hofmann, großer Baller League-Fan geworden. Jonas, schön, dass du vorbeischaust wieder zu diesem Spiel, das einiges in sich hat. Und dann ist es hier, mutiert das hier heute zum Freundschaftsspiel. Was macht das mit einem Fußballer, wenn du weißt, bei diesem Match jetzt hier, es geht um nichts mehr? Vielleicht sind die Spieler, erstmal Servus, vielleicht sind die Spieler ein bisschen lockerer jetzt, genießen es mehr. Vielleicht ist der Spaß dann noch mehr im Vordergrund als sonst, aber klar, wenn es natürlich um nichts mehr geht. Ich finde das persönlich immer langweilig, auch wenn ich zu Hause irgendwelche kleinen Spielchen habe. Um irgendwas muss es immer gehen. Wir hatten schon mit Kumpels zu Hause Spiele, da haben wir einfach drum gespielt, wer sich eine Minute lang gegen die Wand stellt, in die Ecke und in die Ecke guckt. Also irgendein Anreiz muss eigentlich immer da sein. Also theoretisch könnte Steven Kodra noch Torschützenkönig werden. Ich glaube, der ist bei 15 Treffer, aber Mo Leitner hat, glaube ich, auf 19 gestellt. Da müsste Kodra schon ein bisschen was aufpacken. Hier kommt das Steven Kodra mit Westerhoff und dann steht er im Abseits, gesehen vom unparteiischen Gespann.
Und langsam, ja, kristallisiert sich dann raus, wer im Final Four stehen wird. Noch nicht alle Plätze sind vergeben. Beton Berlin könnte natürlich noch. Die sehen wir gleich noch im vierten Spiel. Hat der Max was gezeigt in der ersten Halbzeit? Bisher noch nicht. Er war unzufrieden mit der Enge seines Trikots. Und jetzt kommt Steven Kodra. Der hat uns doch großen Spaß gemacht. Gut bis zur Grundlinie durchgegangen, Steven Kodra. Geiler Kicker. Aber es hat dann am Ende nicht gereicht für Hollywood United und die Zimbos. Mittlerweile ist übrigens auch Knossi am Spielfeldrand und Push nochmal. Und da ist er. Oh, jetzt kann er was zeigen. Knossi mit seiner ganz großen Stärke. Würdest du Knossi gerne noch auf dem Feld sehen? Das wäre legen. Warte kurz. Penalty für Hollywood durch Kruse. Max Kruse. Und da zeigt er noch was. Max Kruse. Oh. Aber der Tor war am Ball. Ist das nicht... Aber wie hält man da der jetzt schon vom Feiern ab? Wir gucken drauf. Hat den Ball berührt. Er hat ihn berührt. Ist die Frage, ist das offizielle Regel? Sobald der ihn einmal nur touchiert, ist es vorbei? Ja, also weil eigentlich war es kein Abschluss. Ich glaube, man braucht einen Abschluss, oder? Es zählt. Ja, ich höre gerade auf dem Ohr, die Bewegung ist noch nicht vorbei gewesen. Also okay. Alles gut. Der Video Assistant Referee hat es. Jawohl. 1-0 durch Max Kruse. Also A, wie macht das? Und B, wie findest du das Trikot mit der Nummer 5? Max Kruse alias Zidane. Ja, ähnliche Qualitäten. Absolut. Max Kruse. Und jetzt ist das Spiel aufgeschraubt. Im Match um die goldene Ananas. Was war der Game-Changer in der ersten Halbzeit? Onside. Oh. Hat keine große Wirkung gezeigt tatsächlich bei beiden. Marcel Heller, dem schaue ich so gern zu, Jonas. Der haut sich so rein und der war so enttäuscht bei der Niederlage. Vorletzte Woche, der war wirklich völlig fertig. Der kann es einfach nicht lassen im Fußballspiel, Marcel Heller. Es juckt in den Füßen. Und Knossi. Ja, beeinflusst da den Schiedsrichter schon ein bisschen. Macht Knossi Sachen. Chad Gönnergy hat schon gespielt. Oh, ja. Und jetzt spielen die Zimbos mit Philipp Simon. Dieser Mann ist immer noch Top-Torschütze mit 10 Spielen. War aber leider viel zu oft, viel zu lange verletzt aus Sicht der Zimbos. Hat nur 5 Spiele gemacht. Steven Kodra ist Stand jetzt in der Premier Jam Spieler des Spiels. Oh ja, verrückt sie. Kruse! Max Kruse, und wie? Ich habe das Gefühl, der strengt sich jetzt erst an, seitdem du mein Co-Kommentator bist, Jonas. Der riecht das. Boah, die Kopfballtechnik ist edel. Den musst du mit so viel Druck erstmal bringen. Was sagt das Kopfballmonster Jonas Hofmann dazu? Absolut. Ich wollte gerade sagen, Technik gut von Max. Er kann alles. Benny Köhler, Wildcard-Spieler mit der Nummer 20. Oh. Alte Eintracht Frankfurt-Legende. Und ich habe das Gefühl, nach dem Treffer jetzt durch den Penalty geht es Hollywood in den Da ist er, Köhler! Boah, aber super zurückgearbeitet von Jimmy. Alle Achtung. Von Arakilian, sorry. Hoher Ballgewinn und das ist kein Abseits, oder? Oh, Heller hat, glaube ich, Köhler irritiert. Hast du auch gesehen an den Blicken, ne? Ich glaube, Heller hat gerufen, Hintermann, der sagt. Marcel Heller mit allen Abwassern gewaschen. Schlitzohr. Benny Köhler empört und jetzt Steven Kodra wieder auf dem Feld. Marcel Heller. Er hat nicht mehr so richtig reingefunden, weil man sich ja auf das Spiel der Zimbos, das fiel natürlich offensiv, mit Marcel Heller zu tun hatte, irgendwie gut eingestellt, hat schnell ausgeführt. Oh.
und wir gucken drauf. Boah, also ganz so locker geht's hier noch nicht zur Sache. Überragend von Loom. Zieht den Zimbus die Lederhosen aus. Ich muss auch mal kurz zuhören. Wo ich schon echt einen Baller League-Experten hier habe mit Jonas Hofmann, frage ich ihn noch mal abseits des Spielgeschehens. Also, was glaubst du, wer holt sich noch die Plätze? Also, Las Ligas Ladies haben gewonnen, haben gute Chancen. Glaubst du noch an Beton Berlin? Durchaus. Ich glaube, es wird spannend nachher. Es ist nicht einfach gegen die Potatoes, aber vielleicht kommt es darauf an, wie unser Reality-Star Max Milchrei vorne drauf ist heute, aber oh ja. es ist alles möglich. Da sehen wir die Blitztabelle hier gerade, Jonas. Las Ligas Ladies stand jetzt nach dem Sieg Dritter mit 19 Punkten. Und so bitter das ist für Hollywood United, es reicht dann nicht. Aber theoretisch könnte noch Beton Berlin Streets United verdrängen. Also es könnte auch Streets United und Las Ligas Ladies werden. Es bleibt spannend. Wäre natürlich geil, wenn es spannend bleiben würde bis zum Zusatzpunkt. Oh ja. Heute Abend. Die Galaxy Primetime, da gibt es noch einen Punkt zu verteilen. Übrigens Max Kruse, Jonas. Wir gucken auf Heller und Sven Körner. Hat sich nicht warm gemacht. War bis eine Sekunde vor Schluss bei uns im Studio beim Moderatorenteam. Aber es scheint zu laufen. Steven Kodra, der vermutlich nicht mehr Moritz Leitner verdrängen wird vom ersten Platz in der Torjägerliste. Jonas, hier vorne Spiele. Hoppala. Oh, das kann teuer werden. Heller. Oh, da muss man mehr draus machen, Jonas, oder? Ja. Könnte vielleicht schneller das 2 gegen 1 ausspielen. Zack, draufgehen und dann bei der Verteidiger auch schnell umgeschaltet hat. So will man das sehen als Coach. Hätte Chris Kramer, hätte er lobende Worte gehabt. Chris Kramer, den sehen wir nachher auch noch mit Golden 11. Auch für die ist leider aus Chris Kramer Sicht Schluss. Oh, Max Kruse beschwert sich, ich will den Ball direkt in den Fuß haben. Kodra. Ah. Oh. Es sind so die letzten Aktionen, der letzte Ball. Aber man muss jetzt auch nicht in das letzte Risiko gehen. Es ist interessanterweise relativ verkopft, ne, auf beiden Seiten, obwohl es für beide um nichts mehr stimmt, geht. Stimmt. Jetzt haben wir ein paar Situationen, da hätte man schneller besser lösen können. Und Westerhoff! Oh, was ein Ding! Nicolas Westerhoff! Wir sind uns hier immer noch nicht einig. Ist er der Thomas Müller oder der Jude Bellingham, der Border League? Irgendwas dazwischen. Der Mann mit den dünnen Beinchen, der riecht das. Und dann, Jonas, guck dir das an. In Quaresma-Stil. Oh ja, Quaresma. Er ist vielleicht der Quaresma der Border League. Mit dem Außenriss. Er kann da auch nur mit dem Außenriss den Ball treffen. Wahnsinn. 2-0. Ein vermutlich versöhnlicher Abschluss für Hollywood United. Und Jonas, gut für Hollywood, dass die Zimbos nicht Patrick Schick in ihrer Mannschaft haben. Sonst wird der wahrscheinlich in der Nachspielzeit treffen. Mit Sicherheit. Nächste Möglichkeit für Hollywood United, denen das jetzt deutlich leichter vom Fuß geht. Aber auch jetzt, wo es vielleicht um nichts mehr geht so richtig, da wird dann halt auch die taktische Ausrichtung ein bisschen nicht mehr ganz so ernst genommen. Deshalb ist es vielleicht auch gerade so ein bisschen viel geht flöten. Viele machen vielleicht so nicht nur noch ein bisschen ihr Ding. Und die Wege auch nicht mehr vollständig zurück, ne?
Was würdest du sagen als Offensivspieler? Was ist hier key taktisch so in der Halle generell? Also Chris Kramer hat viel versucht, es hat wenig funktioniert. Sorry Chris, muss ich jetzt sagen. Viele haben ja tatsächlich am Ende gerade, wir gucken mal, was Heller macht. Also vorne Anspielstation zu haben, macht schon Sinn, ne? Also die Bälle flach zu spielen. Wir haben aber auch immer wieder hohe Bälle der Goalies gesehen. War jetzt mein erster Gedankengang. Ich hätte im Draft ja auch einen gewählt, der vorne drin oder auch über die Wildcard vorne drin, wie so guter Paso zum Beispiel, den du anspielen kannst und dann anspielen und nachgehen. Das wäre meine erste taktische Ausrichtung gewesen. Und irgendwann ist es vielleicht so, wenn du das gut umsetzt, dass ein Gegner vielleicht defensiver oder versucht, erstmal ein bisschen noch vor diesen Stürmer zu stellen. Dadurch kriegst du Überzahl hinten, kannst es ein bisschen besser ausspielen, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Also das gibt dir dann auch wieder Möglichkeiten, aber so in der Halle, das wäre schon mein Ansatz gewesen. Sagt Coach Hofmann. Ohne Taktiktafel, einfach zack. Chris Kramer, ich bin gespannt auf seinen letzten Auftritt hier heute, denn Golden 11 wird auch nicht dabei sein beim Final Four in Düsseldorf. Guter Ball, schöner Flügelwechsel. Das ist gar nicht so leicht, die Dinger hier in der Halle komplett so punktgenau zu spielen. Und Mo Loon, der Lieblingsspieler von Conan. Benny Köhler, jetzt vielleicht mit seinem Tor. Nein. Boah, super Vorarbeit von Westerhoff. Und jetzt gehen wir rein in die Galaxy Primetime. Die letzten 3 Minuten mit modifizierten Regeln. Oh, und es wird das Galaxy One-on-One. Ein langgezogenes Oh von Jonas Hofmann. Kann noch mal ein bisschen was ändern jetzt. Definitiv. Galaxy Minutes. Und wir gucken noch mal auf dieses Sensationstor von Westerhoff. Die Eier musst du erst mal haben, den so abzudrücken. Meine Güte. Da war aber auch purer Wille dabei. Oh, und auch die ganz Kleinen. Schöner Jubel. Und Knossi. Knossi eskaliert, als würde es ums Endspiel gehen. Man kennt ihn ja nicht anders. Der Flitzer Knossi. So, One-on-One. Das kann vor allem Steven Kodra. Das weiß der Chat natürlich schon in den Galaxy Minutes. Und sie schicken Philipp Simon. Klar, der Typ hat richtig gescored dabei schon. Oh. Und der macht ihn direkt. Philipp Simon, 11. Treffer. 2-1, erstes Tor für die Zimbos heute Abend durch den absoluten One-on-One-Experten Philipp Simon. Super Ding. Jannis Becker wird geschickt von Hollywood United. Und dieser Philipp Simon hat einen unglaublich starken Schuss. Also ich habe keine genaue Statistik, aber gefühlt die Hälfte seiner Tore hat er im One-on-One gemacht, Philipp Simon. Ist egal, das ist das Game hier, ne? Absolut. Falls ihr neu dabei seid, man darf nicht mit der Hand parieren. Und er lupft ihn. Nein! No. Er will ihn lupfen, glaube ich. Der ging völlig daneben. Ball darf nicht gestoppt werden. Und Max Kruse wechselt sich ein bei Hollywood United. Jetzt sind wir gespannt. Ball muss rollen, genau. Und nach 15 Sekunden muss abgeschlossen werden. Bisschen zu viel Rücklage, der Klassiker. Jonas, hast du Tipps für dieses One-on-One? Für diese Fernschüsse drüber lehnen, ne? Haben wir schon früh drüber diskutiert, oft was. Ja, gute Schusstechnik einfach, ne? Genau. Ja. Gucken natürlich, dass er erstmal aufs Tor kommt, weil ohne die Hände ist dann auch nochmal ein bisschen schwieriger natürlich. Aber vielleicht ist auch gar nicht immer zwingend notwendig, so richtig drauf zu bolzen hart. Ja. Sondern auch mal gezielt einfach ein bisschen höher. Ich würde es gerne mal spielen. Boah, Max Kruse, der Verteidiger. Mal gucken, ob er jetzt das nächste Field Goal erzielt. Zweimal hat er ihn richtig drüber gejagt. Und jetzt Steven Kodra gegen Philipp Simon, die One-on-One-Experten. Ja, Alter. Ja. So 3-1, so ein Topspin-Ball war das irgendwie, ne? Ganz komisch.
Boah, der hatte auch Wucht. Da musst du dann auch nicht zu zwingend mit der Birne hingehen, ja, ne? Nee. 3-1 Kodra, 16. Treffer für Steven Kodra in dieser Saison. Und jetzt Philipp Simon! Nächstes Ding. Jetzt haben wir eine Chance. Kriegt nochmal die Chance. 3-2, die Zimbos sind plötzlich wieder da durch diesen Philipp Simon, der 4 Spiele leider gefehlt hat bei den Zimbos. Da ging es leider auch aus Zimbo-Sicht da nieder mit der Mannschaft von Gamer Brother und den Teasies. Einen kriegt er noch, der muss sitzen jetzt. Und das wäre der Ausgleich, das wäre der Ehrenausgleich. Philipp Simon, nein! Und das ist es vermutlich gewesen. Hollywood, und dann Knossi kommt! Knossi kommt nochmal! Jetzt Knossala! Jetzt Knossala! Also, was sagst du direkt in die Analyse? Was muss er da besser machen? Wahrscheinlich ist die Antwort alles, Jonas. Boah, ja, also, der Ball ging auf jeden Fall auf die andere Seite. Das war gut, aber... Also, wir machen es kurz. Für Jens Knossalla würde es vermutlich nicht für die Startelf bei Bayer Leverkusen reichen. Ich glaube, das wird eng. Ja. Das wird eng. Hat aber auch nicht das beste Schuhwerk, muss man dazu sagen. Aber er sieht gut dabei aus. Ne? Auch mit Schuhwerk. Aber er freut sich. Ja, er hat Spaß, das ist die Hauptsache. Hollywood United gewinnt nochmal, aber sie schaffen es nicht über den Strich. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank, Jonas Hofmann. Sehr gerne, sehr gerne. Wir wünschen und auch der Chat wünscht ganz viel Erfolg im Meisterschaftskampf. Das drang durch. Ihr habt gute Chancen. Wir sind gespannt. Danke, dass du dabei gewesen bist. Bist du beim Final Four vor Ort? Ach, natürlich. Ehrensache. Als absoluter Stammgast Woche für Woche. Wenn es drauf ankommt, muss man dann auch im Stadion sein. Der Baller League Ehrenfan und Edelfan Jonas Hofmann und der Sportskamerad Tone hat Nikolas Westerhoff, den Thomas Müller der Baller League, bei sich. Nikolas Westerhoff, Robby sagt, der Thomas Müller der Baller League. Was sagst du erstmal dazu? Ein guter Spieler, also ist man nicht sauer über so einen Vergleich. Nee, ist guter Vergleich. Was ist eigentlich dein Idol im Fußball? Ist es Jonas Hofmann? Der hört gerade zu. Ja, natürlich. Jonas Hofmann. Nee, aber ehrlich, sag mal einen Spieler. Ich hab noch nie ein Idol gehabt eigentlich, nee. Und jetzt erstmal zur Border League. Jetzt ist der 11. Spieltag durch. Hast du so ein Fazit für dich? Hat es dir Spaß gemacht? Doch, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, finde ich. Ich freue mich natürlich auch nächste Saison. Und ja, aber ging auch relativ sehr schnell vorbei. Sehen wir dich nächstes Mal auf jeden Fall wieder auf dem Platz? Ja. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Hoffentlich auch wieder für Hollywood. Und dann mit Knossi als One-on-One-Spieler, hat er super gemacht, oder? Muss ein bisschen trainieren noch, aber die Technik hat schon mal gestimmt. Und was sagst du zu Max, deinen Teamkollegen? Max hat im ersten Spiel Probleme gehabt, aber richtig reingesteigert, richtig gut gemacht. Auch heute wieder richtig gut. Deswegen, alles gut, sehr gut. Sehr gut, wir freuen uns auf dich auf jeden Fall, dann in der nächsten Saison wieder auf dem Platz zu sehen. Und wir gehen zurück ins Studio, Freunde. Jens Knossalla schießt aufs Tor. Jetzt habe ich hier wirklich alles gesehen bei der Border League. Göttlich.